Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Ich liebe diesen Bibelvers und ich möchte dich heute mitnehmen in die Realität des neuen Bundes. Gott ist ein Gott der Bündnisse. Und ich liebe das an ihm. Gott hat immer wieder, durch die ganze Geschichte mit den Menschen hindurch, hat er nach Möglichkeiten gesucht, man kann es, glaube ich, wirklich so sagen, mit uns Menschen in einen Bund hineinzukommen und damit uns zu helfen, uns zu segnen. Wenn du zu Noah gehst, wir kennen das alle, jedes Mal, wenn du einen Regenbogen siehst, dann darfst du wissen, dass Gott damals gesagt hat, das ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit der Menschheit schließe, dass nie mehr eine solche Sintflut über die Erde kommen wird. Gott hat mit Abraham einen absolut genialen Bund geschlossen. Warum mit Abraham? Gott hat einen Menschen gesucht, der bereit ist, auf Gott zu hören. Und er hat gesagt, hey, zieh aus deinem Land, geh dahin, wo ich dir sagen werde, schließe einen Bund mit dir, folge dem, was ich dir sagen werde und ich werde dich segnen und ich werde dir eine große Nachkommenschaft bereiten. Er hat sogar gesagt, dass bis heute Menschen gesegnet werden durch den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wir Menschen haben in der heutigen Zeit kein allzu großes Verständnis mehr von dem, was ein Bund ist. Und da möchte ich dich ein bisschen mit hineinnehmen. Vielleicht sagt dir am meisten ein Ehebund noch etwas. Da kommen ein Mann und eine Frau zusammen und sie versprechen sich etwas. Das Zeichen davon ist der Ring. Das ist das Zeichen des Bundes. Sie versprechen sich, dass sie sich ewig treu bleiben werden. Eigentlich so etwas Geniales. Leider haben wir eben oft nicht mehr dieses Verständnis von dem, was ein Bund bedeutet. Und oft wird dann das auch relativ schnell wird dieser Bund wieder gebrochen sozusagen. Gott hat dann eine völlig andere Perspektive dazu. Wenn Gott einen Bund schließt, dann sagt er uns, ich meine das ernst und du kannst dich voll auf mich verlassen, wenn du dich an deinen Teil des Bundes hältst. Und schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott es den Menschen nicht schwer gemacht hat. Abraham musste nicht viel erfüllen. Noah musste gar nichts erfüllen, sondern Gott hat einfach dieses Versprechen gegeben. Da gibt es aber den sogenannten Alten Bund. Und das ist der, mit dem wir oft am meisten konfrontiert sind. Das ist der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat durch Mose. Dieser Bund oder das Symbol dieses Bundes sind die Gesetze. Die zwei Gesetzestafeln mit den 10 Geboten drauf. Der Bund beinhaltet aber auch die weiteren 613 Gesetze. Dieser Bund war ein sehr schwieriger Bund, denn er ist daraus entstanden, dass Israel zu Gott gesagt hat, was immer du uns sagst, was wir tun sollen, wir werden es tun. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Und Gott hat eigentlich dem Volk Israel gezeigt, das werdet ihr nie schaffen, denn den Standard, den ich als Gott habe, ich bin heilig, ich bin vollkommen, könnt ihr nicht erfüllen. Er hat ihnen diesen Bund gegeben, der war gekoppelt mit gewaltigen Segnungen, wenn man den Bund erfüllt, aber auch mit Fluch, wenn man eben den Bund nicht erfüllt. Und den Bund nicht erfüllen bedeutete damals, ein einziges Gebot nicht zu erfüllen. Hat schon gereicht, dass der Bund nicht erfüllt war. Und Gott hat eigentlich uns da aufgezeigt, wie schwierig das ist, seine Standards zu erfüllen. Aber weißt du, eigentlich müssen wir das nicht. Denn Gott sei Dank ist Jesus gekommen. Gott sei Dank ist Jesus gekommen mit der Absicht, einen neuen Bund zu schaffen, einen gewaltigen Bund. Und weißt du, früher, ich war so frustriert, wenn ich die Bergpredigt gelesen habe, also nicht bei allen Teilen, aber zum Beispiel bei dem Teil, wo er sagt, hey, euch ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich sage euch, nur schon, wenn du deinen Bruder hast, bist du ein Totschläger oder bist du ein Mörder. Und hat uns eigentlich aufgezeigt, wie messerscharf das Gesetz ist und wie schwierig es ist für uns Menschen, diesen Bund je in seiner ganzen Fülle zu erfüllen. Es geht einfach nicht. Aber was ich dann feststellen durfte, und ich hoffe, es ist dir auch so gegangen, ist, Jesus hat den ganzen Gesetzesbund erfüllt. Er ist nämlich Mensch geworden und er war ja Jude. Er ist in diesen Bund hineingekommen, er hat es erfüllt, ein für alle Mal. Und das Gute für uns ist,
Er hat es an unserer Stelle erfüllt. Und deswegen können wir eben das sagen. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Warum? Weil er einen neuen Bund geschaffen hat. Und wir lesen, als Jesus selber sagt in Lukas 22, er sagt, dieser Kelch, er nimmt den Kelch symbolisch mit dem Wein, das für sein Blut steht, und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Was heißt der neue Bund? Der neue Bund heißt, Jesus hat alle Anforderungen Gottes erfüllt. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz die Schuld aller Menschen auf sich genommen und hat bezahlt dafür und hat eigentlich mit seinem Vater einen neuen Bund geschlossen. Die Bibel nennt dieses den neuen Bund, den Bund der Gnade, den Dienst des Geistes, den Dienst der Gerechtigkeit. Und da können wir hineinkommen, ganz einfach und simpel, indem wir Jesus Christus annehmen und sagen, ich brauche dich. Ich möchte dich einladen, falls du noch nicht darin bist, in diesen neuen Bund. Und wenn du schon darin lebst, wenn du Jesus schon kennst, werde dir bewusst, weil du Jesus hast, lebst du in dem neuen Bund. Du bist nicht mehr unter Verurteilung und du bist gerecht gemacht. Tschüss, bis bald. Überragend und nein. Nein, nicht und nein. Nein, 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 nein. Das ist ein nein.